Ein Fan namens Fan Luton hat mich darum gebeten, dass ich mal Rayman 3 Hoodlum Headwalk für ihn machen soll. Und ich werde es jetzt machen und ich habe es jetzt hinbekommen, dass das Spiel läuft. Aber halt nicht ganz soundlag-frei, weil ich habe auch gemerkt im Testaufnehmen, dass der Sound ein bisschen laggen tut, ja. Liegt einfach daran, das liegt am Spiel. Und ja, ich spiele das Ganze auf einem PlayStation 2 Emulator. Also ich fange hiermit jetzt an, eine neue Konsolenreihe. Und zwar die PlayStation 2. Und ja, das Spiel hier habe ich auch schon damals auf der Xbox gespielt, auf der ersten, neben Halo 1 und 2 wohlgemerkt. Und natürlich auch hier Crash Tag Team Racing, das habe ich auch mal gespielt auf der ersten Xbox. Und das wird hier auch auf diesen Emulator kommen. Und warum ich diesen ausgewählt habe, hat einfach folgenden Grund. Er hatte mir ja gesagt, dass er ja die ROM zu Rayman 3 Hoodlum Headwalk für den Gamecube hat, sowie zu Crash Tag Team Racing, ja. Habe ich nachgeschaut, die gibt es nirgendwo in Deutsch. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe nur halt die USA und englische Version davon gefunden. Und ich habe das dann mal getestet. Ich wollte den Emulator anmachen. Was ist? Der zeigt mir an, ja, dieser Emulator ist beschädigt. Komplett kaputt. Da denke ich mir, okay, so, what the fuck, so ein Motto? Nee, danke. Denke ich mir, das kann ich nicht machen. Und darum habe ich mich dazu entschlossen, PlayStation 2 Emulator zu nehmen. Ich benutze hier ein PCSX2 1.4.0 Emulator. Ein Emulator, den ich mir heruntergeladen habe natürlich, und dazu auch das BIOS. Da ist es so, bei dem BIOS, da kannst du einstellen von Jahr 2000 bis Jahr 2008. Ich habe bis 2004 eingestellt, um dass das Spiel überhaupt funktioniert, dass ich so zum Laufen kriege. Und ja, deshalb auch die PlayStation 2 Version, weil ich finde die am besten, meiner Meinung nach. Und worum geht es hier in Rayman? Es gibt einfach einen bösen Hoodlum, also halt eine üble Macht, hat halt das komplette Dorf von Rayman überfallen und hat die Lums zu schwarzen bösen Hoodlums verwandelt. Und deswegen kann ich euch sagen, ja, darum geht es auch einfach, dass wir halt den bösen Hoodlum aufhalten müssen. Und das ist nicht einfach. Darum ja, strebe ich hier an. Ich versuche alle Käfige zu finden, den bösen schwarzen Hoodlum aufzuhalten und so weiter und so fort. Ob ich das als Nebenprojekt mache oder erst dann, wenn ich die Projekte zu Ende gezeigt habe. Ja. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, ein Abo und eure Meinung. Los geht's. Wir nennen uns mal Lord. Richtig? L-O. Wollen wir das denn? R. D. Ja, reicht. Natürlich mit Memory Card. Ja, deswegen, ich werde euch auch noch einen Link in die Beschreibung packen, wo ihr die Spiele herbekommt. Für PlayStation 2. Ist nicht schwer zu bekommen. Es genießt aber das Intro.
Ja, jetzt müssen wir wohl entkommen, weil uns ja die Hoodlums entdeckt haben. Könnte sein, dass ein paar Asynchronitäten entstehen können während der Aufnahme. Wofür ich ja nichts kann, das liegt auch einfach am mein scheiß Rechner, den ich habe, und an meinem PC generell. Ja, kann ich leider nichts für, aber ich habe es versucht, so weit zu fixen, wie es geht. Es geht nicht besser. Und ich habe das Spiel damals gespielt, ey, so vor 17 Jahren, Alter. Das ist so lange her schon. Mein Gott, bin ich alt. Alter Vater, das hat Spaß gemacht, mal. Was, du bekommst Kräfte? Was willst du? Na dann schenk mal. Dankeschön. Ja, und vor allen Dingen, es kommt auf jedes Spiel an, was unterschiedlich ist, muss dann halt auf... Erzähl ich gleich. Für so was wird man halt nicht bezahlt. Nee. Leider. So, ist hier noch irgendwas drin? Nö. Nur Lums. Ah, es ist echt ewig her. Ich müsste auch mal Rayman Revolution spielen. Ja. Aber erstmal das hier. Was hier? Ist ja hier noch relativ der Anfang, das ist ja noch lang nicht alles. Nö, Kamera funktioniert auch. Ja, der Sound könnte ab und zu mal lecken, ich weiß nicht, woran das liegt. Tut mir echt leid, wenn ihr das so hören müsst. Ja, dass ich der Beste bin, ich habe ja auch in Teil 1 und 2 mich schon bewiesen. Obwohl ich Teil 1 gar nicht so schwierig finde. Vor allen Dingen hat das Spiel ja auch einen schönen Humor. So einen humoristischen Humor. Ja, das finde ich nämlich schon. Manchen Stellen läuft das Spiel auch flüssig, fällt mir auch nur auf. Aber auch noch manchen Stellen, nicht an allen. Deswegen muss ich da mal so ein bisschen drauf achten.
Weil ich versuche ja, das hier mit 60 FPS aufzunehmen. Dass es funktioniert. Ja, bin ich das? Mit hier Lolly Game Recorder kannst du komplett vergessen, das aufzunehmen. Das funktioniert nicht. Da krieg ich voll die Flackerbilder und das ist richtig scheiße. Und darum habe ich Bandicam benutzt. Jetzt hierfür. Ach komm, ruf da. Hier kann man ja auch auf. Okay. Aber ich sammle erstmal so ein paar Pünktchen ein. Die sind nämlich ganz gut für bestimmte Sachen, nämlich. Glaubt mir, Freunde, und da kommen auch noch Bonusspielstellen, die echt sehr, sehr gut gemacht sind. Ach, das ist doch hier im Globox. Das ist die Stimme von Globox. Komm mal, mein Freund, ich hole dich da aus dem Fass mal raus. Habe ich endlich wieder meine Hände. Ach, bin ich glücklich. Na, aber es läuft nicht ganz flüssig. Es ist ein bisschen langsam. Habe ich den Eindruck, etwas. Vielleicht muss ich dann mal in der nächsten Aufnahme mal ein bisschen dran arbeiten. Ich wollte auch einfach nur, dass das Spiel ein bisschen besser aussieht, aber wie ich ja gerade merke, das ist ein bisschen langsam einfach. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ist ein bisschen... Ah! Bisschen kombinieren, ja, sehr schön. Hier gab es mal damals, wo ich das sogar durchgespielt habe, auf der Xbox, vor einigen Jahren so, gab es da, glaube ich, immer so dieses Wettlauf um die Lumis. Da würde ich bis heute gerne wissen, was das ist. Ist das schön? Was ich auch mag, sind auch die Charaktere und an manchen Stellen haben die echt einen Humor und da kann man sich echt vor lauter Lachen wegschmeißen. Ja, finde ich schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen André schnappen, bevor er das Herz der Welt erreicht.
Neuer Bonuslevel freigeschaltet? Hä? Ach, da gibt's ja noch diese Minispiele. Weil die Minispiele will ich ja euch auch noch zeigen, das ist ja mal ganz klar. Ah ja, komm. Schalter, scheiße. Zack, zack, hoch. Los, einfach nur nach oben. Gab's hier noch was denn im Raum? Ah, ein Käfer. Da oben. Wenn man die nämlich nimmt, kriegt man nämlich Zusatzpunkte. Was würdest du nur ohne dich machen? Ja. Das ist nämlich sehr nützlich. Ja, was würde ich ohne dich tun? Du warst ja auch im zweiten Teil noch vertreten und in Rayman Origins und Legends. Und ist hier. Bums. Und Krabben. Mir fehlen die Worte. Außergewöhnlich. Phänomenal. Einmalig. Super, duper, extra klasse. Unglaublich. Außergewöhnlich. Du hast die Schmerzlosen. Hast du es jetzt, Murphy, ey, deine Komplimente? Nee. Was haben wir denn hier noch? Ich mag das Geräusch. So, ist hier jetzt noch irgendein Käfer? Ah, ein roter Karasmakt. Hier kriegen wir auch verschiedene Fähigkeiten. Ja, hier diese Dosen. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Naja. Mit R1, Hep. Ah, dahin. Und jetzt. Ist auch ganz gut gegen die Gegner später, gegen die wir noch kämpfen werden. Und gibt auch noch merkwürdige Busse. Ja. Denn die Bogenschläge helfen dir, die Hoodlums zu besiegen. André, da ist er. Ja, ich helfe dir. Zack. Und Bams. Das war's. Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Du hast recht. Nein, Raven, was soll ich sagen? Das würde ich sagen. Möglicherweise gefährlich. Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Du hast recht. Ein Kampfanzug, ja, kennen wir. Das ist der Tornado. Gab's das so weit hier? Glaub nicht. Nö. Ich hoffe aber, dass die Aufnahme läuft. Nicht, dass sie mir dann kacke geht. Nee, das wäre ein bisschen. Wäre ein bisschen doof. So. Die Level sind nicht so lang, die sind echt immer relativ kurz.
aber ich habe das Spiel damals gespielt, das war echt ultra nervig zum Teil. Schon eine gegen den Endboss. So, gucken wir uns hier mal um. Ja, aber ich hatte das Spiel schon lange mal geplant auf meinem Kanal zu bringen. Wollte ich eigentlich schon auf meinem alten machen, aber kam nie dazu. Und jetzt habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden, dass es geht. Ach ja, ich brauche wieder meinen Kampfanzug. Da ist er. Ah, das Spiel macht euch, das macht so wieder so Bock. Weiß ich nicht warum, aber erinnert mich so vor 17 Jahren dran. Da war ich noch so jung, ey. So, ist hier irgendwo noch ein Käfer? Ich glaube auch nicht. Nee. Ich würde sagen, den Bereich mache ich jetzt hier noch und dann mache ich meinen ersten Cut erstmal. Um mal zu gucken, wie das aussieht. Und hier geht es natürlich weiter. War klar. Ach, das ist ja Eis. Deshalb muss ich ja darüber. Stimmt. War ja so. Jetzt, wo ich mich recht erinnere. Falls ihr den zweiten Teil nicht gesehen habt und den ersten und die anderen Spin-off-Teile, die ich mal gemacht habe, schaut mal da vorbei.